Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lebensfreude Leichtigkeit. Dein Podcast für deinen Weg der Persönlichkeitsentwicklung in deine wahre und geniale Größe. Das Ganze mit ganz viel Freude, Liebe und natürlich mit ganz viel Herz. Ich bin Daniela Kreisig und ich freue mich riesig, dass du jetzt hier mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viele inspirierende, vergnügliche und vor allem klarheitsschaffende Momente. Und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Eine Interviewfolge und ich habe heute den Unternehmer, den Fotografen und den Krypto-Experten Holger Preuß aus der Nähe von Bielefeld zu Gast. Holger war 6 Jahre in einer Beziehung mit einer Narzisstin und wird uns heute einiges aus seinem Alltag daraus berichten, was er daraus gelernt hat, wofür es gut war, was er aber auch für Täler durchschritten hat. Und erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Holger, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch. Ich war sehr fand es sehr spannend und neugierig, als ich deinen Aufruf gesehen habe und dachte, auch da kann ich aus der Erfahrung doch was beitragen. Genau, sehr gut. Und genau der Aufruf, da ging es darum, dass ich eben gerne mehr Interviews wieder in meinem Podcast machen möchte, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele Menschen sich noch schämen, dass sie eine narzisstische Erfahrung gemacht haben und dass sie denken, mit ihnen ist was falsch, sie haben was verkehrt gemacht, dass sie sich schämen, dass anderen das, oder dass sie meinen, anderen ist das nicht passiert. Und ganz häufig höre ich eben von Unternehmern und Führungspersönlichkeiten, ich habe so ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ich habe so viele Mitarbeiter zu führen, wie kann es sein, dass ich mich privat so habe ausnocken lassen? Und ja, da ist natürlich ein großes Schamgefühl. Und um das ein bisschen aufzubrechen, dort das Tabu zu brechen, darüber zu reden, dafür gibt's ab jetzt die Interviews. Und deshalb, wie gesagt, vielen Dank nochmal, Holger, an der Stelle, dass du mein erster Interviewgast hier bist zu diesem Thema. Und da sind wir gleich im Thema. Wie fing denn eure Beziehung damals an und was warst du da für ein Mensch? Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich hatte nämlich einen Satz, den ich nach dem ersten Date, mit dem ich nach Hause gefahren bin, weil das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Und zwar, wenn ich einmal glücklich sein will, entscheide ich mich für diese Frau. Weil, das hast du dir gesagt. Das habe ich mir gesagt, weil diese Frau überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Aber trotzdem eine ganz starke Anziehung. Das war, ich glaube, über irgendeine Dating-App damals, 2013. Und getroffen und die 2-3 Stunden Kaffee trinken, Eis essen, das ist so schnell vergangen, so dass wir uns dann, ich glaube, eine Woche oder 14 Tage später dann für etwas länger getroffen haben. Und dann ging das wirklich Knall auf Fall. Ja, da war irgendwie kaum Pause mit Zusammenziehen und einer Entwicklung, die alles andere als langsam und bedächtig, sondern einfach sehr kopflos und sehr explosionsartig, würde ich das einfach mal beschreiben. Mhm. Ging das von dir aus oder war das auf ihre Initiative hin, dass das so schnell ging? Ich würde schon sagen, so jetzt im Nachgang, im Revue passieren, dass da schon eine ganz große Menge Lovebombing dabei war. Also wirklich so, du bist der Tollste, der Größte, der Schönste und Mensch, so ein Mann wie dich. Ne? Und da ich mich auch seit, ich bin jetzt mal ganz offen, 5 Jahren in der Situation befunden habe, alleinerziehend zu sein, nebenher Vollzeitjob mit Haus, war ich natürlich mal so, Mensch, da habe ich eine patente Frau gefunden, ne, die auch was im Leben erreichen will, also in Richtung Marketing, in Richtung Selbstständigkeit, und dachte, Mensch, da kann ich mich drauf verlassen.
Das ist jemand, die geht ihren Weg, da ist Stärke, da ist Kraft. Da kann ich vielleicht auch einfach mal selber für mich einen Gang zurückschalten. Mhm. Na, und das war dann quasi so der Punkt, das Fatale, die Verantwortung abzugeben. Mhm. Mhm. Und wann hast du gemerkt, dass das hier etwas nicht stimmt? Das war relativ schnell nach dem Zusammenziehen, dass sich da so dann diese Detailfragen im Alltag gezeigt haben, in Bezug auf die Kinder und so weiter, dass dann echt unterschiedliche Vorstellungen da waren. Mhm. Und wo ich dachte, ja, habe ich mir denn da jetzt mit diesem Überstürzten einen Gefallen getan? Mhm. Ja, das war schon das, ja, sagen wir es mal so, kleine Details rauskamen, wo ich dachte, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Ganze so in der Form nicht gemacht. Magst du da auf diese Details mal kurz eingehen oder mal ein Beispiel, dass das gerade auch die Zuschauer und Zuhörer sich da was drunter vorstellen können? Das war schon so, dass ich sag mal, ich war ja mit meinen Kindern alleinerziehend. Also du hast ein Kind oder zwei Kinder? Ich war mit zwei Kindern alleinerziehend, die waren noch relativ klein noch. Und sie war mit zwei Kindern, aber so diese inneren Konflikte bei den Kindern, bei ihren wie bei meinen, haben so dazu geführt, dass bestimmte Dynamiken sich entwickelt haben. Ne? Ein Sohn von ihr war ja ganz massiv ADHS. Mhm. Ja, mit Ritalin und so weiter, und das war schon eine Herausforderung, ne? Das war mir so in der Form überhaupt nicht bewusst, weil das auch, ich sag mal, räumlich so weit war, dass man vorher keinen Alltag hatte, sondern ja, der Alltag dann wirklich kam in dem Zusammenzug. Gut, aber nun ist ja, ich sag jetzt mal, ein Kind, was mit ADHS ist ja generell herausfordernd im Alltag, jetzt richtig, mal unabhängig, genau, von, ob man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder nicht. Was waren so typische oder für narzisstische Person typische Situationen für dich, wo du Zweifel bekommen hast? Das waren so Sachen mit Herabqualifizierung. Du bist ja immer nur so. Also schon in eine gewisse, so gewisse, ich sag mal, wie man hier in Westfalen sagt, Nickeligkeiten. Mhm. So konstant, so du bist ja so und so, du bist ja nur zu sensibel und so weiter. Und dann das Ganze dann ausweiten. Ausweiten wohin? Ausweiten in den Rahmen, was diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen Diffamierung anging. Mhm. Immer so nett im Humor verpackt. Ne, mhm. Dass man schon sagen, auf der einen Seite ist es eine ziemlich böse Aussage, auf der anderen Seite, ach ja, ne, lachen wir jetzt doch mal drüber. Ne? Mhm. War ja nicht so gemeint. War ja nicht so gemeint. Du bist ja zu sensibel, und dann, ah ja, bin ich ja. Und na, so die eigenen Zweifel auch so an der eigenen Person dann wirklich gezeigt, dass ich dann hinterher, also wenn das dann länger gegangen ist, hinterher gar nicht mehr wusste, was glaube ich denn eigentlich? Vertraue ich meinem eigenen Gefühl oder dem, was die andere Person mir sagt? Was ist davon wirklich meins? Mhm. Und wie bist du dann in den jeweiligen Situationen damit umgegangen? Also hast du das ignoriert? Hast du Paroli geboten? Hast du Grenzen gesetzt? Hast du geschwiegen? Also ich war, ich sag mal, bis zu diesen Erfahrungen, ich gehe da noch so ein bisschen weiter, ich mach mal so einen größeren Bogen, ich war immer so der weiße Ritter, der goldene Ritter auf dem weißen Pferd, für alles Verständnis haben, für Grenzerfahrungen oder für Grenzsetzungen überhaupt nicht zu haben, weil ich muss ja meinen Partner unterstützen. Das heißt, hat ja was mit Liebe, Beziehung, Partnerschaft zu tun, habe aber meine Grenzen da immer ignoriert. Ne? Ich war so ein wirklicher, mit so einem Rettersyndrom ausgestattet,
Und damit konnte man natürlich sehr, sehr gut spielen. Mhm. Na, also Grenzsetzung gab es so in der Form nicht. Wenig. Ja, und dann, wenn zaghaft, und dann ist das meistens gleich wieder eingerannt worden, diese Grenzen. Ich war nach außen hin, ich sag mal beruflich, konnte ich mich schon auf mich verlassen. Da wusste ich, was ich konnte, da wusste ich, was ich tat. Da habe ich auch meine Kompetenzen und meine Qualitäten. Nur in diesem kompletten privaten Bereich war ich wirklich so, ich konnte weder Grenzen setzen, ich konnte hatte irgendein Standing privat, eine Verlässlichkeit, dadurch, dass ich ja immer am Wanken war, hin und her, diese Unsicherheiten, dieses, ach, mache ich das richtig, mache ich das nicht richtig, ich habe keine Erfahrung oder wenig, sagen wir es mal so, wenig Erfahrung mit Grenzsetzungen gemacht. Mhm. Ja, wenn ich dann jemanden kennengelernt hatte, war es dann eher so, dass ich, oh, da ist jetzt jemand, der sich für mich interessiert. Das muss ich jetzt bewahren, da darf ich jetzt keine Fehler machen. Ja. Na, ich konnte also den beruflichen Part, der war wirklich abgetrennt von dem privaten Bereich, der sehr viel von Unsicherheiten geprägt war. Durch Erfahrungen aus der Jugend, Teenagerzeit, 20er, wo ich in den 20ern war. Also das war schon, ja. Mhm. Und wie ging eure Beziehung dann weiter? Die war schon geprägt von on-off. Ne, dass man sich zwischendurch mal ein paar Wochen oder ein paar Monate nicht gesehen hat. Ne, nach dem darf ich mal kurz einhaken? Wie geht das, wenn man zusammengezogen ist mit vier Kindern, sich sehen und nicht sehen? Ja, es war dann so, wir sind im August, Anfang September 2013 zusammengezogen und im März habe ich da die Grenze, also da habe ich dann meine Grenze gesetzt. Ich sage, das ist jetzt hier vorbei. Sieh zu, dass du dir eine Wohnung suchst, aber das mache ich hier nicht mehr mit. Mhm. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann das Haus, was ich hatte, abgegeben und verkauft habe. Na, das war so ein Belastungspunkt, den ich dann umgesetzt habe. Beiden Kinder sind dann in der Zwischenzeit zum Jahreswechsel zur Mutter gekommen. Mhm. Ja, weil es da auch so ein paar sehr böse Geschichten gegeben hat in Bezug auf die Kinder. Aber da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Das war dann so Faktum. Und dann war es für mich so, dass bestimmte Dinge, die wie das Haus beispielsweise, als Belastungsfaktor ausgeschaltet werden konnte. Mhm. Ich habe es dann verkauft. Ich habe es auch an meinen Wunschkäufer verkauft, den ich 2 Jahre zuvor gedacht habe, das wäre der passende. Ich habe dann den langjährigen Job, den ich damals hatte, habe ich dann einen Cut gemacht. Okay. Und bin dann so in Richtung erste Schritte Selbstständigkeit. Na, das fing dann an mit Beratung, Strom-Gas-Verträge und so weiter, dass ich in dem Bereich erstmal die ersten Schritte hatte. Hab dann gemerkt, okay, Kaltakquise, einfach auf Menschen zugehen, sprechen und so weiter, völlig toll. So neue Fähigkeiten dann aus diesem Schritte gehen gelernt, die mir natürlich dann so auf anderen Seite, wenn man sich dann mit Coaches und Trainern auseinandersetzt, so sagst du, Mensch, da kann ich ja drauf aufbauen. Ja, und das war jetzt in so einer Off-Phase im März? Das war dann so in so einer März erstmal der Cut, der Umzug, dann haben wir uns wieder getroffen, dann habe ich so gedacht, Mensch, es fühlt sich ja an, als wäre eine ganz neue Person vor mir. Mhm. Hat was für sich getan, hat sich nicht gehen lassen, hat sich gepflegt, was in diesen Zeiten, die vorher waren, nicht der Fall war. Ja, das war immer so, und dann so, ja, auch so Entwicklungsschritte. Mhm. Dann ist man wieder zusammengekommen, weil da schon so eine ganz massive Anziehung war, die, ich sag mal, vom Kopf her erklärt, nicht zu erklären war.
aufgrund der Emotionalität schon sehr, sehr stark. Es gibt ja viele Menschen, die so eine starke Anziehung kennengelernt haben. Und das war immer wie so ein innerer Drang, so ein Zwang. So, und dann ist diese Halbwertzeit, bis dann nach so dieser Lovebombing-Phase, bis dann auf einmal schlagartig, wenn ich mich sicher gefühlt habe, gesagt habe, Mensch, das läuft aber super hier, das ist total toll. So, dann kamen auch mal die ersten Dramatage. Dass dann aus dem Nichts auf mal Diskussionen vom Zaun gebrochen werden wegen Nichtigkeiten und dann quasi negative Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder auf den Tisch kamen und nochmal durchdiskutiert werden mussten. Also es und die Halbwertzeit war dann von, ich sag mal, mehreren Monaten, ein halbes Jahr, geht ja auf, ich sag mal, 4 Wochen. Okay. So zum Ende hin. Also ging das, kam dann nochmal wieder eine Off-Phase, dann war der wieder zusammen, dann war wieder eine Off-Phase. Das lief so in dieser Form von 2013 bis 2019. Boah, das ist ja anstrengend. Ja, es gab dann 2015 die Phase, wo ich einen Job angenommen habe bei Bremen, um mal zu gucken, weil ich hier in der Region damals zu dem Zeitpunkt so mit den Erfahrungen in der Möbelbranche habe ich nichts gefunden. So, und da oben in dem Möbelhaus, im Backoffice, in der Kundendienstbearbeitung, die haben mich sofort genommen. Das war dann Pendeln mit einem Firmenapartment, beziehungsweise erst ein kleines Mini-Apartment, um dann hinterher zu sagen, so, ich hatte auch den Rückhalt von da oder von zu Hause. So, ja, guck du mal, wie es da oben ist und dann machen wir das gemeinsam. Als ich dann die Wohnung, ich habe ja das Haus verkauft, habe eine Wohnung gekauft, an sie vermietet habe, um das kostentechnisch so zu deckeln, kam dann 4 Wochen später, du, ich gehe hier nicht weg und bleib du da oben in der Provinz, das war so ein 300-Seelendorf, bleib du da mal ganz alleine, aber ich ziehe hier nicht weg. Dann ging für mich der Weg wieder zurück. Ich glaube, das hat 2-3 Wochen gedauert hier mit dem neuen Job. Das war dann als Disponent in einer, im Logistikunternehmen. Also das heißt, morgens 6, 6:30 da ins Büro, die Dispositionen erledigen, aber Diskussionen abends bis 12 eine führen. Das war dann irgendwann körperlich nicht mehr zu schaffen. War dann auch wirklich so, ja, das Spielen mit Eifersucht dazu kam und solche Sachen. So, das war also schon so wirklich so ein Rausmobben. Dann gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt ein Apartment, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Und so quasi aus der eigenen Wohnung raus befördert zu werden, das war schon nicht ganz ohne. Ja. Aber man konnte trotzdem nach einer Off-Phase nicht voneinander lassen. Und das ist wirklich verdammt schizophren. Ja. Und wie ging es dir da mental in solchen Momenten? Hast du gedacht, ich war auf Dauerstrom. Ich war auf Dauerstress. Es war anstrengend, kaum Schlaf, kaum Ruhe. Man war mit der gesamten Aufmerksamkeit und der gesamten Energie quasi so bei der anderen Person, passiert jetzt noch mal irgendwas, was ist dann? Das ist schon allgegenwärtig. Ja. Plus dann halt diese Diskussionen, die dann geführt wurden. Ich war ein Vernunftsmensch und habe mir vorgestellt, ich könnte ja im Guten miteinander reden. auf die Vernunftsbasis zu argumentieren und sagen, ey, das hat mich jetzt aber verletzt und das und das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Das geht nicht, da von so einer Person, die da wirklich mit Boshaftigkeiten und argumentiert, dann irgendwo ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das lief dann in der Regel, wenn ich dann gesagt habe, so, ich will jetzt hier was loswerden, lief das so, wir saßen am Tisch gegenüber. Ich habe
die Punkte, die ich ansprechen wollte, erzählt, rausgehauen und war dabei auch schon ein bisschen energisch. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht das und das und das und das von mir verlangen und so weiter. Es wurde dann der Eindruck erweckt, okay, das ist angekommen. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Und ganz zum Schluss kam dann quasi das, was dann zu noch weiteren Diskussionen geführt hat, dass dann auf die Tränendrüse gedrückt worden ist, mit dem Satz, hast du jetzt genug auf mich eingetackert? So dass ich sage, wieso habe ich mich jetzt hier 2 Stunden hingesetzt, hab mein Inneres nach außen gekehrt, wenn ich doch auf dich eingetackert habe, ist ja scheinbar nichts angekommen. Und dann gab es weitere Diskussionen. Das war also, in der Unfähigkeit Grenzen zu setzen, war dann schon sehr, 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 sehr spannend. Ja. Und hast du auch körperliche Signale bei dir gespürt? Also ich hatte damals ja zum Beispiel jahrelang Dauerhalsschmerzen, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, es hatte damit zu tun. Andere haben Magenprobleme. Manche plagen sich dann mit Kopfschmerzen aufgrund eben dieser Daueranspannung und dieses Dauerstresses, weil wie du schon gesagt hast, man geht ja dann manchmal wie auf Eiern, wo kommt die nächste Klatsche her, wie kannst du eine Diskussion verhindern, vermeiden, na? Und das ist ja Stress für den Körper und viele haben da auch körperliche Beschwerden. Hat sich da bei dir auch was gezeigt im Laufe der Jahre? Also ich hatte, wo ich Richtung Bremen gegangen bin, jedes Mal, wenn ich draußen war, hab ich Zecken gehabt, ne? So sinnbildlich. Das passte perfekt. Also die haben mich geliebt. Inzwischen nicht mehr. Weil Zecken dich aussaugen? Richtig, genau. Das war so, für mich war das sinnbildlich. Ich hatte 10-12 Mal Zecken in dem Jahr, habe dann permanent Antibiotika geschluckt. Im Herbst kamen dann halt so Sachen wie Halsentzündung, Grippe, Halsentzündung, abgeheilt, 5 Tage später Halsentzündung. Ja. Ich habe das mal einmal erlebt, da habe ich dann irgendwo ein Gespräch geführt und dann hat sich nach dem Gespräch direkt der Hals entspannt und diese Halsschmerzen sind auf mal spontan weniger geworden, wo ich dachte, was war das denn jetzt? Ja. Das waren dann in den Momenten, wo ich meine Wahrheit ausgesprochen habe und gesagt habe, so und so ist es und Feierabend. Ja. Also es war schon körperlich. Also 2016 war wirklich davon geprägt, dass mich dann wieder aufzubauen, auch mit Naturheilverfahren, so Ingwer, Kurkuma, Honig, Grapefruit-Shots 2-mal am Tag. So, ich habe diese ganzen Antibiotika an die Seite und habe dann gesagt, so ich setze da auf den pflanzlichen Ansatz und setze das um einfach mal den Körper auch Ruhe zu gönnen. Ja, dann habe ich halt 6 Wochen jeden Tag noch 2 Stunden zusätzlich geschlafen. Ja. Und hast gerade gesagt, 2016 bis 2019 warst du ja mit ihr letzten Endes zusammen. Hast du da schon gewusst, dass das Narzissmus ist? Oder hast du, wie ich damals gedacht, mit mir ist was falsch? Ich bin bloß nicht hart genug, tolerant genug. Das war so, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist, war das auch so eine Entwicklung, die 2016, Anfang 17 dann nochmal so einen Höhepunkt genommen haben. Das war driftete bei mir so richtig Richtung Esoterik ab. Was so diese Dualseelengeschichte, Lernpartnerschaften, wo man aber so die ersten Ansätze, ja, das ist doch irgendwo nicht eine gesunde, das ist schon toxische Partnerschaft, also die ersten Beschäftigungen damit. Trotzdem mit dem Unvermögen wirklich den Cut und die Grenze zu ziehen. So, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so diesen ganzen Esoterikbereich, da ignoriere ich jetzt, da habe ich gar keine Lust mehr, mich damit mit Licht und Liebe Dinge wegzudrehen, wegzudrücken, die mich auf der anderen Seite krank machen und mich schönreden lassen und die Verantwortung für das Verhalten mir gegenüber nur bei mir ausschließlich lassen. Ja, ja. Na, es hat viel mit mir zu tun gehabt und mit meiner Entwicklung oder mit meiner Vorgeschichte. Aber die Verantwortung komplett, nein.
Na, das ist dann so ein Perspektivwechsel, wo bin ich denn verantwortlich und wo habe ich mich denn nicht unbewusst in meiner Situation auch in einer manipulativen Position befunden, wo ich dann, ich sag mal, um das zu bekommen, was ich haben wollte, die Muster angesetzt habe, die ich, die dann für mich unterbewusst erfolgversprechend waren. Ja. Und was war dann so die ausschlaggebende Situation, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, jetzt ist Finalschluss? Ich spann mal so den Bogen mal über bis zu dem ausschlaggebenden Punkt. Ja. Das war 2016, haben wir zusammen als gemeinsames Projekt einen Ernährungsratgeber rausgegeben, so rund um Smoothies, gesunde Ernährung und so weiter. Ich habe die Bilder gemacht, habe dann quasi mich in die Fotografie viel mehr eingearbeitet und in den Vertrieb, mit Verlag und also Sachen. Also es war schon eine super spannende Arbeit. In der Zeit, wie gesagt, die Fotografie kennengelernt, habe dann auch so die ersten Schritte Bitcoin. Aber da Geld wirklich ein Mangelthema war in der Zeit, war das für mich nicht so die Möglichkeit, großartig zu investieren. Aber ich fand das die Thematik spannend. Sagen wir es mal so. 2017 war ich so ein Jahr komplett an der Privatinsolvenz vorbei. Das heißt, also ich habe solche Sachen wie nachts 15 Stunden Schützenfestzelte bewacht, damit die Löffel und Teller nicht geklaut werden, und habe nach den Veranstaltungen für diese Eventfirma noch die Flaschen eingesammelt, um mir Essen zu kaufen. Da war ich krankgeschrieben und arbeitslos und also nervlich am Ende. Und 2018 fing das an mit einem neuen Job. In Teilzeit als Küchenverkäufer, Quereinsteiger mit Mitte 40. Das war schon eine spannende Entwicklung, aber da konnte ich dann frei meine ganzen Fähigkeiten in der Kommunikation, in der Beratung und so weiter wirklich mal frei einsetzen, die früher in dem Bürojob wirklich zu kurz kamen. Ja. Und dann war 2019, da ging Arbeit mit einem Coach vorweg, wo wir dieses Thema Ritter auf dem weißen Ross und quasi das Mutterthema dahinter angegangen sind. Dann gab es eine Situation, wo sie bei einer Freundin oder einem befreundeten Pärchen, das war mir noch nicht so ganz klar, was das war, sich getroffen, da übernachtet und nächsten Tag dann, ich wollte dann gleich mal vorbeikommen. Ja, du bitte, dann sag mir Bescheid, wann du hier bist, weil ich muss noch los, ich muss noch einkaufen. Ja, und dann wollte ich gerade los, da klingelte es an der Tür. Ich wusste schon, wer vorsteht. Und ich habe gesagt, du sollst anrufen, ich wollte gerade einkaufen gehen. Ach du, ich muss dir dann noch das erzählen und weißt du, von meinem Treffen, das war so schön und ach, die führen so eine tolle Beziehung, die geben sich so viel Freiraum in der Beziehung, die sind so liebevoll miteinander, die sind so toll, die sehen sich auch nicht immer und ne, dieses, jenes, welches, und hat da geschwärmt. Und irgendwann dachte ich so, wieso schwärmst du eigentlich von dieser Art von Partnerschaft, wenn du selbst nicht in der Lage bist, das zu geben? Das war natürlich so ein Wespennest. Ne? Das war aber für mich der Tag, wo ich dann festgestellt habe, das hat hier überhaupt keinen Nährwert, weil ich rege mich auf, ich ärgere mich, meine Energie geht flöten und am nächsten Morgen habe ich dann gesagt, du, ich habe den Tag nochmal Revue passieren lassen gestern, unsere gemeinsame Reise ist ab sofort hier jetzt beendet. Das fiel mir in der Situation, das ging so eine Woche nach dieser Beendigung dieses Coachings, was ich da hatte, ging mir das so leicht von der Stimme, weil diese Anziehung mit jedem Schritt mehr zu mir hin weniger wurde, so als ob die Person, ja, die war zum Lernen da, ja, und wo die Lektion erfüllt war, war das Thema Anziehung nicht mehr präsent. Diese zwanghafte Anziehung. Und da habe ich dann wirklich den Cut machen können und die Grenze setzen können. So, das tut mir hier nicht gut, Feierabend jetzt. Alle Kanäle blockiert. Ja, es kamen dann nochmal Versuche von Kontaktaufnahmen und so weiter.
Aber das habe ich dann nicht mehr zugelassen. Und hat sie das in dem Moment auch gelassen hingenommen, dass du da Schluss gemacht hast? Oder Nein. wie hat sie es aufgefasst? Nein, das war schon so, dass ich dann anfing, ich sag mal, dann zu kämpfen, so nach dem Motto, noch nur mal reden, ne, so mit Brief schreiben und so weiter, weil ich ja Social Media und Handy und Anrufe und so weiter alles blockiert haben. Mhm. Da bin ich aber dann hart geblieben. Auch trotz der dann toxischen Entgiftung, die dann einsetzte, wo dann immer mal wieder Momente und Phasen waren, so nach dem, eigentlich war es ja doch gar nicht so schlecht. Eigentlich war es ja doch nicht so schlecht. Und dann hatte ich mich damals mal auch so einen Moment 2019 und dann nach 6 Wochen wieder nicht mehr bei Tinder angemeldet. Nachdem ich ja dann aber 2, 3 Matches waren dann, glaube ich, aber da war alles, die hatten alle eins gemeinsam. Getrennt. Und es tauchten irgendwelche Menschen aus der Vergangenheit auf. Und die letzte war 4 Wochen getrennt und hatte sich vor einer Woche nochmal mit ihrem Ex getroffen. Und da ist dann halt Sex passiert. Und das erzählte sie mir da. Und ich habe gesagt, du weißt du was, wir machen hier jetzt kein Coaching, bitte. Dann habe ich Tinder deinstalliert, habe gedacht, so, ich kümmere mich jetzt um mich und sehe zu, dass ich das aufarbeite und lenke mich jetzt mit dem ganzen Mist nicht ab. Und dabei ist es dann auch geblieben. Ja. Und was hat sich durch die Aufarbeitung verändert in dir oder in deinem Leben? Oh, ganz viel. Es kam dieser berufliche Erfolg in der Fotografie. Mhm. Ja, das Auftreten, die innere Haltung, eine innere Ruhe, mich auf meine Fähigkeiten zu verlassen, mich vor allen Dingen auf mein Bauchgefühl zu verlassen, zu sagen, wenn sich eine Situation unstimmig anfühlt, dann fühlt sie sich unstimmig an, kommuniziere ich das. Und wenn meine Gefühle dann nicht geachtet bzw. missachtet werden, ja, dann ziehe ich meine Konsequenzen. Und das dauert dann nicht 6 Jahre, das geht dann auch innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Ja, das ist also schon so, dass ich von diesem unsicheren Menschen schon in einen sehr, sehr gereiften Menschen mich da gewandelt habe, dass ich auf seine Fähigkeiten und auf sein Inneres verlassen kann. Und trotzdem bin ich da sehr lernbereit und lernfähig geblieben, dass ich mich bin jetzt 50 geworden, trotzdem permanent weiterbilde, lerne und Dinge nicht einfach so ist es als gegeben hinnehme. Ja. Und nochmal kurzer Schwenk, du hast ja gesagt, du hast auch 2 Kinder. Ich habe sogar 3 Kinder. 3 Kinder, waren die auch dann auch hinterher noch irgendwie involviert? Du hast ja zwischendurch gesagt, die sind dann zur Mutter wieder gegangen. Mhm. Sind die dann irgendwie nochmal wieder zu dir zurück? Haben die was mitbekommen von der ganzen? Ja, das ist ja eine Problematik da gewesen. Die haben schon einiges mitgekriegt, wie ich mich gefühlt habe. Es gab auch Zeiten, wo ich nicht wollte, dass sie, wo wir hier 2015, 16 zusammen gewohnt haben, wo die kommen. Mhm. Na, weil das in diesem, das hatte überhaupt gar keinen Nährwert. Nach der räumlichen Trennung waren die dann aber trotzdem regelmäßig da, weil ich dann nach der Beendigung der Ehe hatten wir natürlich auch unsere Themen, sich dann irgendwann so 3, 4 Schritte auf sie zugemacht habe und inzwischen sind wir die besten Freunde. Ja? Mein Ex-Frau ist seit Jahren in einer stabilen und gesunden Partnerschaft und wir sind wirklich gute Eltern geworden. Ja? Schön. Und das ist auch so die Regelmäßigkeit, dass da das ist nicht mehr Thema. Mm-hmm. Aber die Narzisstin, die hat jetzt mit den Kindern nicht direkt, also oder hat das nicht an den Kindern auch ausgelassen, wenn sie mal da waren? Es gab schon so subtile Methoden, ja. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du dann gemacht? Ich habe das so in der Form gar nicht wahrgenommen. Dass da so subtile Dinge gelaufen sind, wie ich ja
manchmal so in der Anfangszeit gewisse Dinge gar nicht so wahrgenommen habe, die mit mir passiert sind. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, wie ich ja eben schon mal sagte, diese subtilen Nickeligkeiten, die gar nicht so gemeint waren. Ja, so, ansonsten gab es da nicht so viel Überschneidung zum Glück mit meinen Kindern und ihren Kindern. Okay. Außer jetzt die Anfangszeit in dem gemeinsamen Zusammenzug. Okay, dann hast du mehrfach gesagt, diese zwanghafte Anziehung. Was ist jetzt rückblickend und natürlich auch durch die externe Hilfe, die du dir geholt hast, was ist der Grund für diese zwanghafte Anziehung, dass man quasi immer wieder den narzisstischen Menschen dann, wie du schon gesagt hast, denkst, naja, das hat sich ja verändert und es ist ja jetzt alles ganz anders. Wie kommt das, also aus deiner Sicht, dass der Verstand oder dass unser System da so ausschaltet? Das ist schon so dieses emotionale Auf und Ab. Das ist so diese Lovebombing-Geschichte, wo du wirklich aufgebaut, gebauchpinselt, 5 Meter größer bist, als du eigentlich bist. Mhm. Und wenn du am höchsten Punkt bist, fällst du ganz tief runter, unter Kellerniveau. Und klatscht erstmal so richtig, dann wirst du wieder so ein bisschen angehoben. Ja? Und das ist das Fatale, dass du dann, ich sag mal, normale Kontakte erst einmal, bis du dich wirklich damit auseinandergesetzt hast, als langweilig empfindest. Du bist so darauf geprägt, in der Partnerschaft dieses emotionale Auf und Ab, diese Achterbahn zu führen, dass du das als normal empfindest. Mhm. Ja, weil das sagen ja viele. Ich habe das ja in der Fotografie auch, wenn man sich mit Menschen unterhält und mit Frauen unterhält, die sagen, ja, so eine manipulative Partnerschaft hatte ich auch schon mal, ich hatte da auch schon mal die Erfahrung. Das ist also schon, ich sag mal, bei 80% der Menschen, die mit Sicherheit so eine Erfahrung gemacht haben. Ja. Und das finde ich dann sehr, sehr spannend. Dass man dann, oder ich bin da ja ganz offen dann in solchen Gesprächen, weil ich finde, das schafft auch eine gewisse Art von Vertrauen, wenn dann so Andeutungen schon kommen vom Gegenüber. Mhm. Und man dann sagt, Mensch, ich habe dann so eine Erfahrung auch gemacht. Und das dann so in die Öffentlichkeit so ein bisschen holen. Ja, ja. Na, und dann diese Achterbahnfahrt erstmal sagen, es darf auch mal gerne in einem etwas gesetzten Fahrwasser, nicht quasi Sturmpegel rauf und runter, sondern schon mit Wellenbewegung, ist ja quasi immer was in der Entwicklung, aber nicht prägend dazu. Ja. Und was war der Moment, wo du für dich erkannt hast, ich brauche externe Hilfe? Du hast dir ja die erste Hilfe geholt, da wart ihr ja noch zusammen. Was war da vorher so ein Moment, wo du für dich erkannt hast, ich komme hier alleine nicht weiter? Das waren schon die Momente, wo ich gesagt habe, irgendwie stehe ich mir selber auch im Weg. Mhm. Wo ich festgestellt habe, ich komme an einem Thema gedanklich nicht weiter. Mhm. Da mal extern drauf gucken zu lassen, um Zusammenhänge zu begreifen. Na, wie spielt das miteinander? Und dann das Ganze wie ein Puzzle aufbauend, dann zusammenzusetzen und zu sagen, Mensch, ja, genau das ist diese manipulative Partnerschaft, die ich so gar nicht erkannt habe, das ins Bewusstsein zu nehmen. Ja. So, und dann mit dem Bewusstsein, okay, welchen Anteil habe ich denn da? Ja. Was würdest du jemanden, der jetzt entweder noch in einer, oder nee, der sich getrennt hat, was würdest du jemandem raten, der quasi in einer toxischen Beziehung war, das gerade jetzt hinter sich hat oder vielleicht auch vor einer Weile schon hinter sich gelassen hat, aber was würdest du demjenigen jetzt raten, um, sag ich mal, auch in Zukunft solche Begegnungen zu vermeiden, diese Lernerfahrung einfach
ja, bestmöglich für sich zu nutzen? Also der erste Impuls war jetzt zu sagen, okay, dieses No Contact zur alten Person. Aber wenn man dann schon so aus dieser Partnerschaft ausgestiegen ist, dass dann dieses No Contact auch wirklich durchgezogen und eingehalten wird. Ja. Klipp und klar muss ich sagen, auf sein Bauchgefühl zu hören und nicht vom Kopf her auf Argumente einzusteigen. Mhm. Und zwar, ich habe den Satz eben schon mal gesagt, wenn sich eine Situation für mich falsch anfühlt, dann versuche ich, diese Situation zu klären. Ja. Und werde einen Teufel tun, dort in den Kopf zu gehen und argumentativ etwas gegen mein Gefühl zu tun. Na, das ist ja das, was aktuell, oder was heißt, ich sag mal, in unserer Gesellschaft vorherrschend ist, argumentativ. Hm. Der die stärksten Argumente hat, gewinnt. Ja. Auch wenn es sich falsch anfühlt. So, vertrau auf dein Bauchgefühl, vertrau auf deine innere Stimme und versuche, die Situation für dich zu klären. Auf eine ruhige, liebevolle Art und Weise, ja, dass man dann trotzdem sagt, so, ich habe so und so und so empfunden. Da zeigt sich in der Regel dann schon, ist da, sind da vielleicht irgendwelche, ich sag mal, Red Flags, die dann aufploppen, wenn man dann sagt, Mensch, das fühlt sich aber trotzdem nicht richtig an. Mhm. Das wäre so das, was ich definitiv ran, aufs Bauchgefühl höre. Ja. Das dann versuchen, wirklich vielleicht sich selber aus einer Beobachterperspektive mal zu beobachten und sich nicht durch Argumente verunsichern zu lassen. Mhm. Letzte Frage, wie schaust du jetzt auf diese Erfahrung, auf diese ganze Zeit, diese 6 Jahre zurück? Was ist so das Resümee? Darf ich das Wort sagen? Wenn das Internet dadurch nicht gesperrt wird oder ich einen Piepston hinterlegen muss. Was für eine geile, notwendige Erfahrung. Okay. Also für mich, in dem, so wie es jetzt, wie ich mein Leben jetzt führe, wie ich aufgestellt bin, war die Erfahrung absolut notwendig und war absolut toll. Und ich, es war, wie ich eingangs gesagt habe, nach dem ersten Date, wenn ich einmal glücklich sein will, entscheide ich mich für diese Frau. Ich konnte damals ja nicht ahnen, dass es dann nicht mit ihr, sondern ohne sie ist. Aber da hat die innere Stimme dann schon wirklich das Richtige gesagt. Ja, ja. Was für eine schöne Metapher, ne? Weil letzten Endes sie dann der Schlüssel zum Glücklichwerden wurde. Richtig. Ne? Ich hätte ja auch, wie manche andere das tun, einfach sagen können, alle sind doof, ich bin das arme Opfer, ich kann doch sowieso nichts machen und immer das Gleiche. Nee, ich habe dann schon in ganz vielen, ich sag mal, Facetten und Bereichen die Verantwortung für mich übernommen. Und das war wirklich gut und das war das Beste, was mir passieren konnte, im Nachgang gesehen. Ja. Trotzdem. Das freut mich total zu hören, weil das ist genau die Message, die ich, sage ich mal, auch rüberbringen möchte. Diese narzisstischen Erfahrungen als Sprungbrett in ein viel genialeres, schöneres, besseres Leben zu nutzen. Ne? Und weil wir haben ja immer die Wahl. Wir können, wie du schon gesagt hast, in die Opferrolle fallen und sagen, oh, ich arme oder ich armer, warum ist mir das, dass mir das passiert ist und jetzt kann ich nie wieder glücklich sein und die Person hat mich zerstört. Und das ist in dem Moment, fühlt sich das sicherlich auch alles so an. Und ich habe es ja selber so empfunden, phasenweise. Ne? Absolut. Also das war schon so, dass man wirklich sagt, boah, es geht so nicht weiter. Es ist also rückwirkend betrachtet extremst anstrengend. Ja. Aber es hat schon Fähigkeiten, ich sag mal, wie rausgehämmert aus einem Stein, die sowieso schon da sind. Ich sag mal, ich habe eine unwahrscheinlich starke Wahrnehmung und Beobachtungsgabe.
richtig cool für die Fotografie. Früher war es eine Belastung, jemanden zu beobachten, wie fühlt sich der Mensch denn gegenüber? Und das auch spürbar wahrzunehmen, wenn jemand Schmerzen hatte, dann habe ich mitgelitten und so weiter. Das jetzt aber, ich sag mal, fürs Positive zu nutzen und zu sagen, Mensch, mein Model, sei es männlich, fühlt sich jetzt unsicher. Dann zu sagen, Mensch, ich nehme hier gerade, was ist denn da? Ich sag, kannst du es aussprechen? Ja, das und das und das, fühlt sich gerade, die Pose ist gerade irgendwie total schlecht, passt nicht zu mir. Okay, alles klar, dann machen wir was anderes. Aber ich habe es gemerkt. Oh, ne, das sind so Sachen, wo ich sage, danke dafür. Ganz einfach. Ja. Und so sind ja letzten Endes alle Erfahrungen im Leben, die ja eigentlich für uns sind, für unser Wachstum, für unsere innere Entwicklung und unsere Entwicklung zur besten Form überhaupt von uns. Mhm. Und das Leben hat da zwar teilweise schmerzhafte Lektionen, aber wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir ohne den Schmerz nichts lernen, weil ja sonst alles so gemütlich ist und so schön ist. Da müssen wir ja nichts verändern. Das ist es. Es darf dann mal wehtun, um sich fortzuentwickeln. Ja, genau. Holger, vielen, vielen Dank für das wunderbare Interview. Ich denke, da waren viele tolle Inspiration, unterstützende Worte für Menschen dabei, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du warst oder auch wie ich war. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinem Business. Ich danke dir, ja. Arbeite dran. Ja, und das, ich wollte gerade sagen, du wirst sowieso auch weiter auch an dir persönlich arbeiten und wünsche dir da noch ganz viele. Definitiv. Ich komme zwar aus Ostwestfalen, ne? Wo die Menschen, ich sag's jetzt nicht mit der Mistforke und dem Traktor. Jetzt musst du es sagen, weil das weiß nicht, dass wir uns vorher drüber unterhalten haben. Wenn man irgendwo anders in anderen Regionen ist, dann Ostwestfalen, wir sind die mit der Mistforke auf dem Acker stehen und dem Traktor hinterher gucken. So ganz, zurückhaltend, sage ich es mal so. Ne, das ist schon so ein kleines geflügeltes Wort, was ich dann immer verwende. Okay. Und es hat aber auch was, schwingt sowas Bodenständiges aber auch mit. Ja, es ist eine gewisse bodenständige Sturheit dann dabei, die ich wirklich zu schätzen weiß und wirklich mag. Ja. Man kann das gerne satirisch dann so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Das mag ich sehr gerne. Okay, letztlich macht ja die Dosis das Gift und genauso ist es mit der Sturheit. Eine gewisse Prise Sturheit bringt einen auch in gewissen Momenten sehr gut voran und sehr gut weiter. Wenn die Dosis zu viel ist, kippt es ins Toxische und dann, dann ist der Schmerz, dann dürfen wir wieder ändern. Holger, vielen, vielen Dank. Guten Morgen. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss.